Zeiten ändern dich, vor allem in diesen Zeiten. Liebe Freunde der Freiheit und der guten Alternativen, herzlich willkommen zu einem Videomagazin zur aktuellen Ausgabe des Neuzeitmagazins. Die aktuelle Ausgabe ist schon erschienen und die Abonnenten haben es schon im Briefkasten gehabt. Und wir sind es natürlich auch ein bisschen gewohnt, relativ gutes Feedback immer zu bekommen auf unsere Ausgaben. Aber dieses Mal war die Qualität irgendwie besonders. Scheinbar haben wir mit der aktuellen Ausgabe ganz gut den Zeitgeist getroffen und die Leser begeistern können. Das macht mich jetzt natürlich auch ein bisschen stolz und hat mich auch dazu motiviert, jetzt dieses Videomagazin-Format aufzuzeichnen. In diesem Video werde ich euch exklusive Inhalte aus der aktuellen Ausgabe präsentieren. Ich werde natürlich besonders auf die Highlights eingehen und dann auch ein bisschen spezieller auf meine Artikel. Ich schreibe selbst auch immer so 2-3 Artikel pro Ausgabe. Ja, legen wir gleich los. Zu Beginn möchte ich nochmal auf meine Eingangsthese eingehen. Zeiten ändern dich vor allem in diesen Zeiten. Viele Menschen können dem aktuellen Zeitgeist nicht viel abgewinnen. Zu viel Gefahrenpotenzial, zu viel Dramatik, zu viel, Einschneidungen in unseren Wohlstand, in unsere Freiheit, in unser Sicherheitsgefühl. Mir geht es da ein Stück weit anders, weil ich auch sehen kann, wie einmalig auch die Gelegenheiten zurzeit sind, an neue Erkenntnisse zu kommen. Und nicht nur das, wir können unsere Erkenntnisse oder sind auch dazu gezwungen, unsere neu gewonnenen Erkenntnisse direkt gleich mal in der Praxis zu prüfen und ja, bestätigt zu sehen oder eben nochmal über den Haufen zu schmeißen. Und ja, die Erkenntnisse, die wir bekommen, haben immer mehr das Potenzial, unsere Weltbilder, unsere liebgewonnenen Weltbilder über den Haufen zu schmeißen, was anfangs immer ein bisschen schmerzhaft ist, und auch die aktuelle Ausgabe hat hier und da mal das Potenzial, wirklich Weltbilder zu zerstören. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich musste mein Weltbild schon mehrmals revidieren und das wird bestimmt auch noch ein paar Mal passieren. Man kommt in Übung und dann macht es irgendwann mal auch sogar Spaß, wirklich die neuen Erkenntnisse mit den alten abzugleichen und dann entsprechend die neuen Erkenntnisse zu nutzen für sich auch. Und da muss ich einfach auch nochmal sagen, wir können damit wirklich positiv und konstruktiv umgehen, indem wir eben auch eine Dankbarkeit dafür empfinden, dass wir eben an diese Informationen kommen, weil das ist alles andere als selbstverständlich und viele Milliarden Menschen bleibt das verschlossen. Und die sind natürlich ein Stück weit selbst schuld, weil jeder kann an Informationen kommen heutzutage und jeder ist auch sehr eigenverantwortlich. Aber durch die gesellschaftlichen und frühkindlichen Prägungen bleibt es eben den meisten Menschen verschlossen. Und von so gesehen ist es wirklich ein Privileg, ein exklusives Privileg für uns, an diese Erkenntnisse und Informationen zu kommen. Deshalb lasst uns das feiern und nicht daran verzweifeln. Aber jetzt zur Ausgabe. Das ist sie, unser Prachtstück. Titelthema ist Das Gute stirbt an Zwang. Auch ein Titelartikel, den ich selbst geschrieben habe. Auf den werde ich aber am Schluss nochmal eingehen. Jetzt möchte ich erst nochmal auf die anderen Highlights im Heft ein bisschen eingehen. Und da haben wir wirklich einiges zu bieten. Ein großes Highlight ist zum Beispiel der Erfahrungsbericht eines Krebspatienten. Der Autor Johannes Mandt hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und Bauchspeicheldrüsenkrebs ist aus Sicht der Schulmedizin eine wirklich hochdramatische Erkrankung, weil die Überlebensrate innerhalb von 5 Jahren sehr gering ist. Nach 5 Jahren leben weniger als 1% noch. Und wenn man weiß, wie die Statistiken in der Schulmedizin gemacht werden, dann ist davon auszugehen, dass die Zahl noch deutlich dramatischer ist. Wer aber die Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich länger als 10 Jahre überlebt, der hat entweder den Sechser im gesundheitlichen Lotto gezogen oder aber ganz fundamental etwas anders und richtig gemacht. Und so war es eben auch beim Fall von Johannes Mandt. Er hat die Erkenntnis von Dr. Hamer, der
fünf biologischen Naturgesetze und konnte sie für sich nutzen. Und ja, ist bis heute am Leben geblieben und nicht nur das, ist auch wieder gesund geworden. Dieser Artikel hat daher auch einen ganz besonderen Mehrwert und ich bin sehr froh, dass wir ihn in der Ausgabe präsentieren dürfen. Ja, und dann kommen wir zu einem zweiten großen Highlight im Heft, und zwar habe ich mit Dagmar Neubronner ein Interview geführt. Dagmar Neubronner ist auch Referentin bei den letzten beiden Wege in die Freiheit-Kongressen gewesen. Sie ist Biologin, Autorin, Verlegerin und eben Mutter, und sie hat mit ihren zwei Söhnen das sogenannte Freilernen praktiziert. Und ja, ich habe ihr in einem Interview Fragen gestellt, die darauf abgezielt haben, konkret zu erfahren, wie sieht so ein Leben als Freilernerfamilie aus in der Praxis? Wie konkret laufen die Lernetappen ab? Und was ich da erfahren habe im Interview, war sehr spannend. Ich möchte euch da auch einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen. Ja, das ist jetzt einfach eine Passage aus dem Artikel herausgegriffen. Dagmar, wie funktioniert das dann, dass Kinder trotzdem lesen und schreiben können? Wie war das bei deinen Kindern? Es funktioniert durch Vertrauen in die eigenen Kinder. Schließlich sehen wir ja auch, wie Babys an sich arbeiten und monatelang bemühen, sich umzudrehen, sich aufzurichten, laufen zu lernen. Da käme es uns nicht in den Sinn, sie das zu lehren, da wir das Vertrauen haben, dass sie das lernen wollen. Kinder kommen ja auf die Erde, um hier mitzumischen. Und da es Teil unserer Kultur ist, dass man lesen kann, um Schilder auf Straßen richtig deuten zu können, um im Internet recherchieren zu können, etc., wollen die Kinder das auch. Weil es nützlich ist, sinnvoll ist, Spaß macht und neue Welten eröffnet. Und Kinder, die das noch nicht wollen, beschäftigen sich noch mit etwas anderem. Irgendwann wollen sie selbst von sich aus beispielsweise lesen lernen. Und dieses Vertrauen haben wir verlernt, da man uns erzählt, dass Kinder gezwungen werden müssen, dass sie freiwillig nichts machen, und das stimmt nicht. Dagmar, wie war das dann bei euch mit dem Lesen? Moritz, der Ältere, hatte schon begonnen zu lesen, bevor er zur Schule kam, sodass ich das schon beobachtet hatte und Vertrauen besaß. Thomas, der Jüngere, hat sich schon mit 3,5 Jahren auf unbekannte Weise das Lesen beigebracht. Ich erinnere mich noch gut, wir waren im Postamt und wie gesagt, er war wirklich noch sehr jung. Und da meinte er plötzlich zu mir: Mama, was heißt eigentlich Diskretion? Weil die Schilder auf seiner Höhe angebracht waren, konnte er das sehr gut sehen und lesen. Er hat sich das auf seine eigene Weise beigebracht. Er hat immer zunächst leise, dann laut gelesen. Und so war es eigentlich die ganze Kindheit hindurch. Wir hatten immer wieder festgestellt, dass sie Neues können. Woher und wie sie das gelernt hatten, konnten sie meistens selbst nicht erklären. Es ging ganz nebenbei, weil sie Spaß daran hatten. Ja, und so geht es durch das ganze Interview durch, wenn ihr wissen wollt, wie es zum Beispiel bei Mathematik und bei anderen Gebieten funktioniert hat, dann lest die Ausgabe, die bekommt ihr bei den größeren Kiosken, an Bahnhöfen zum Beispiel und an Flughäfen oder eben im Neuzeitshop. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Am besten, ihr schließt ein Abo ab, damit unterstützt ihr unsere Arbeit auch am effektivsten. Gut, kommen wir zu den anderen Themen. Natürlich wird es noch einiges geben, was diesen Rahmen jetzt hier auch sprengen würde, aber ich möchte noch gerne auf meine zwei Artikel eingehen. Das Titelthema passt auch ganz gut zum vorangegangenen Thema. Und zwar bin ich an diesen Artikel mit der These herangegangen, das Gute stirbt an Zwang. Also auch unser Titelthema. Es gibt sicherlich viele Beispiele, die ich passend jetzt aufführen könnte, aber weil es so gut passt, beziehe ich mich mal auf das Thema Schule und Bildung, weil an diesem Thema auch die Dramatik sehr gut erkannt werden kann. Ja, und beim Thema Schule ist es wie überall ganz egal, wie gut die Konzepte sind. Sobald sie mit Zwang umgesetzt werden, stirbt die gute Intention und kehrt sich ins Gegenteil um. Durch den Zwang, den wir mit unserem Schulsystem auf Kinder auswirken, traumatisieren wir die Kinder, denn sie können nicht verstehen, warum sollen sie Dinge lernen, die sie überhaupt nicht interessieren, wo sie nicht verstehen können, warum brauche ich das später irgendwann mal
Und warum kann ich nicht meinen eigenen Interessen hinterhergehen? Die Kinder bekommen gleich von Anfang an gezeigt, ihre Interessen sind falsch und die Schule ist jetzt richtig und das ist, was im Moment angesagt ist. Und diese Traumata haben natürlich fürs System den praktischen Vorteil, dass es die Kinder auch gleich gefügig macht und systemkonform. Gerald Hüther, der Hirnforscher, hat das auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Er meint, dass vor der Schule 98% aller Kinder hochbegabt sind, nach der Schule sind es nur noch 2%. Ja, und jetzt gibt es natürlich viele Konzepte, die eigentlich sehr gut durchdacht sind und eine gute Intention haben. Zum Beispiel Waldorfschulen oder Montessori oder was auch immer. Aber es ist letztendlich ganz egal, welches Konzept umgesetzt wird. Sobald Zwang ins Spiel kommt, sind die Auswirkungen dramatisch. Zwang hat die Qualität, jede gute Intention ins Gegenteil zu kehren. Und ohne Zwang können sich die guten Konzepte erst richtig entfalten, aber auch die negativen Intentionen, die bösen oder schlechten Kräfte, die können ohne Zwang bei weitem nicht ihre Wirkung entfalten. Und das bleibt natürlich nach wie vor schlecht, aber wenn Zwang dazu ins Spiel kommt, dann werden die schlechten und bösen Intentionen, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen kann, erst richtig dramatisch. Und deshalb ist Zwang so ein großes Problem in unserer Zeit und wie das auch sich beim Thema Gesundheit und anderen Themenbereichen auswirkt, habe ich im Artikel beschrieben. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was ihr davon haltet. Haltet ihr Zwang auch für wirklich so gefährlich oder gibt es Ausnahmen? Kennt ihr vielleicht Ausnahmen? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Ja, und zu meinem zweiten Artikel, der sich mit 5 Manipulationsmethoden beschäftigt, die die Massenmedien entlarven oder eigentlich alle Medien, die diese Manipulationsmethoden anwenden. Zu diesem Artikel wurde ich animiert durch eine TV-Talkrunde in den Öffentlich-Rechtlichen. Da ging es dann kurz vor den Wahlen um die üblichen Streitthemen. Zu Gast war eine AfD-Politikerin und dann eben noch irgendwie 3, 4 politisch korrekte Gegner. Und die Auswahl der Teilnehmer war natürlich schon unausgeglichen, aber da gab es noch eine andere, viel unterschwelligere Methode der Manipulation. Und zwar wurde ganz unterschwellig der Applaus des Publikums instrumentalisiert. Und das geht natürlich heute nicht mehr so, dass man dem Publikum vorgibt, wann es zu klatschen hat. So plump arbeiten die Medienanstalten heute nicht mehr, sondern es geht viel subtiler. In dem Fall war es zum Beispiel so, dass die AfD-Politikerin irgendwas gesagt hat und das Publikum geklatscht hat. Die Kamera hat dann ins Publikum geschwenkt, aber nicht auf das klatschende Publikum, sondern auf irgendein Pärchen, das da saß und den Kopf geschüttelt hat. Also eben auf die, die mit dieser Aussage nicht einverstanden waren. Andersrum war es mit so einem Gossen-Journalisten, der da auch in der Talkrunde stand. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, ob das Jakob Augstein oder irgendjemand. Ist aber auch nicht so wichtig, weil es ist gängige Praxis in solchen Talkrunden. Auf jeden Fall, als er etwas sagte und das Publikum geklatscht hat, dann wurde die Kamera auf das klatschende Publikum gelenkt. Und das war jetzt eine Methode der Manipulation, zu der es sicherlich auch Ausnahmen gibt, aber die Tendenz geht eben dahin, dass durch das Publikum immer noch manipuliert wird. Und 4 weitere findet ihr dann im Heft. Ja, zurzeit haben wir zu diesen Manipulationsmethoden ziemlich gute Beispiele an der AfD. Ich habe die AfD immer wieder rangezogen, ohne jetzt dafür werben zu wollen, die AfD zu wählen. Wer mich kennt, weiß, ich gehe nicht wählen. Naja, das wird jetzt den einen oder anderen auch irritieren, warum geht er nicht wählen und so. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, vielleicht mache ich dann mal dazu ein extra Video. Aber auf jeden Fall möchte ich eher dafür werben, nicht wählen zu gehen. Und trotzdem ist die AfD natürlich ein ideales Beispiel, wie unfair dieses System funktioniert. Und die Unfairness ist auch einer der Gründe, warum ich nicht wählen gehe. Ja, das war's jetzt mal von den Inhalten. Ein Geschenk kann ich euch noch machen. Und zwar haben wir gerade eine Aktion am Laufen, bei der wir euch gratis ein Probeexemplar als E-Paper zuschicken. Link dazu findet ihr auch auf der Webseite. Ich verlinke es aber auch nochmal unten in der Beschreibung. Holt euch das, nutzt die Gelegenheit und ja, würde mich freuen, wenn
der ein oder andere von euch auch bei uns als Abonnent mit einsteigt und dann aber auch von einigen Vorteilen profitiert, zum Beispiel günstigerer Eintritt zu Veranstaltungen, exklusive Inhalte und eben regelmäßig das Magazin. Ja, soweit von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, hat mich gefreut. Bleibt gesund, macht euch frei, bis zum nächsten Mal beim Neuzeitmagazin. Aber jetzt legen wir aus mit der, mit der Losgabe. Aber jetzt legen wir aus. Ah! Aber